Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben heute Dienstag, den 2. Januar. Ich stehe hier am Hotel in Manavgat. Motel in Manavgat. Es ist jetzt 10.40 Uhr. Ich habe noch eine Vodafone-Karte geholt und neben mir steht der Hotelmann, der mir den Weg zeigt und wo ich übernachtet habe heute Nacht. Und jetzt geht's los. Okay, tschüss. 12 Uhr, 6 Kilometer liegen hinter mir und heute laufe ich wieder an der D400 entlang. Es regnet gerade mal nicht, aber hier rechts auf den Feldern sieht man, dass sie sich zu einem einzigen Meer verwandelt haben und der Himmel mit kleinen blauen Flecken drin, aber überwiegend in meiner Richtung dunkel. Und dann laufe ich mal weiter und schaue, was mich heute noch so erwartet. Nach nur 16 Kilometern erreiche ich dieses Apart-Hotel und nehme hier um 14 Uhr jetzt mein Quartier, wenn ich es kriege, weil das Wetter ist sowas von schlecht. Und es regnet und es gewittert. Von daher werde ich da mal versuchen, Quartier zu kriegen. Das Hotel ist zwar nicht die Welt, aber die Alternative, hier draußen jetzt im Regen rumzutappen, das ist, weiß Gott, die schlechtere Alternative. Von daher bin ich zufrieden, hier im Hotel zu sein und da entsprechend mein Quartier. Ja, und das ist mein Hotelzimmer. Die Welt ist es nicht, aber ich bin voll zufrieden und vor allen Dingen, ich bin im Trockenen. Das ist entscheidend.